Ja, hallo, ich bin die Dani und heute möchte ich euch meine Alltags-Make-up-Produkte zeigen. Im Laufe der Monate oder ja, Monate, Jahre ist übertrieben, aber Monate hat sich meine Make-up-Routine gewechselt, weil ich einige Produkte aufgebraucht habe, die ich eigentlich täglich benutzt habe, oder weil ich gemerkt habe, dass sie nicht mehr zu meiner Haut passen. Und ja, deswegen nehme ich euch jetzt mit in meinen Schminkalltag. Ja, ich schminke mich jetzt einfach und dann zeige ich euch die Produkte, die ich im Moment sehr, sehr gerne benutze. Als erstes benutze ich einen Primer. Ja, ich habe meine Gesichtspflege aufgetragen und dann lasse ich das Ganze einwirken und dann kommt ein Gesichtsprimer drauf. Und hier kann ich jetzt schon mal ein für mich Flop-Produkt zeigen. Ich habe es heute ausprobiert und was heißt ausprobiert? Ich fand vor ein paar Monaten nicht schlecht, aber jetzt habe ich gemerkt, dass er für mich doch nicht gut funktioniert. Und ja, den habe ich sofort in die Aufgebrauchkiste geschmissen. Und zwar ist das der Fingerings, ne, Fing, F ach Quatsch, Fingerings, F-Fix. Fix and Rouge. Das ist ein Primer, der war in einer Goodiebox drin und vom UVB-Preis, also unverbindliche Preisempfehlung, war der ziemlich hochpreisig. Und da habe ich mir natürlich etwas mehr erhofft. Ich habe den einmal getestet und da hat er auch gut funktioniert. Allerdings hat sich auch meine Haut verändert in den letzten Monaten. Auch saisonbedingt, ja, also im Winter ist meine Haut anders als im Sommer und von daher funktioniert dieser hier jetzt gar nicht mehr, weil ich habe den aufgetragen und habe es einwirken lassen und dann wollte ich mein Make-up auftragen und dann haben sich Würste gebildet. Ja, also beim Make-up-Verteilen haben sich Würste gebildet und das ist bei meinem normalen Primer, den ich aktuell nutze, den zeige ich euch auch gleich, nicht so. Hatte ich bei einem Make-up hatte ich das mal gehabt in meinem ganzen Leben und zwar war das ein Internet-Fake-Make-up. Also da habe ich auch eine Review gemacht und war überhaupt nicht begeistert davon. Kann euch den Namen aber jetzt nicht sagen, vielleicht schreibe ich den euch unten in der Infobox oder ich verlinke euch das Video, genau. Und da hatte ich das nämlich auch, ne? Also, dass sich die so kleine Würstchen gebildet haben, so Fusseln, keine Ahnung. Und ja, das war jetzt bei dem hier. Finde ich schade. Ich weiß nicht warum, aber ja, vielleicht liegt es tatsächlich an der Hautveränderung und ja, von daher habe ich den jetzt in die Aufgebrauchkiste getan. Aber was ich in den letzten Monaten fast immer benutzt habe, das ist der Prime and Fine Poreless Blur Primer von Catrice. Also ich finde den sehr gut, weil der ein bisschen fester in der Konsistenz ist, ja, und der lässt sich eigentlich ziemlich gut auf der Haut verteilen und ja, zieht schnell ein und mit dem komme ich eigentlich sehr, sehr gut klar. Und jo, genau. Und dann als nächstes kommt dann mein Puder dran. Und zwar benutze ich ein Naturkosmetikprodukt, das war in einer Vegan Beauty Basketbox und zwar von Boho Green Revolution. Ja, das Puder ist von Boho Cosmetics und ich finde, es macht ein wirklich sehr, sehr schönes Hautbild. Ja, das ist ein gebackenes Puder. Und ja, das benutze ich sehr, sehr gerne. Das mattiert auch sehr schön. Ja, wenn man dieses matte Finish mag, mattiert sehr schön und dann, ja, und hält auch sehr lange. So, Puder ist aufgetragen, den Hals nicht vergessen. Make-up ist aufgetragen. Blödsinn! Ich war ein bisschen voreilig. Erstmal kommt der Primer dran von Catrice.
der Primer und dann kommt das Make-up natürlich. Und ich benutze aktuell von Judith Williams Cream and Care Foundation. Die finde ich sehr gut, weil sie sehr deckend ist. Ja, also die ist wirklich sehr, sehr deckend. Und diese Würstchen, die kommen nicht von davon. Ja, also die kommen tatsächlich vom Primer. Genau, und die benutze ich sehr gerne, weil sie auch so ein pflegendes Gefühl hinterlässt und ja, sie deckt sehr gut, also die Deckkraft ist ausreichend für mich. Hier steht auch starke Deckkraft, Langanhalten und intensive Pflege. Ja, finde ich schon. Also ich finde schon, dass er Langanhalten ist, relativ gut deckend, also stark deckend würde ich jetzt nicht sagen, aber relativ gut deckend. Und ja, ich benutze die hauptsächlich, weil ich die jetzt mal aufbrauchen möchte, damit ich meine anderen Foundations ausprobieren kann oder aufbrauchen kann. So, und dann kommt das Puder übers Gesicht. Genau. Jo, dann benutze ich von Catrice aus einer LE, und zwar Sound of Silence, das ist schon etwas älter. Ein Bronzer und Blush in einem, das finde ich auch sehr, sehr angenehm in der Anwendung, weil da dieser Blush und Bronzer halt mit gemischt werden und das ergibt ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönen Ton. Und ja, den möchte ich auch aufbrauchen. Den habe ich, wie gesagt, schon länger. Und jo, da, genau, blush-technisch benutze ich eher so die rosa Töne. Ja, die kühleren Töne als die, wie heißen die? Die koralligen Töne, orange Töne, nennt man das. Hier, das ist zum Beispiel Milani Blush, Baked Blush. Das ist eine schöne Farbe, aber es passt im Moment gar nicht zu mir. Ja, das ist so ein koralliger Ton. Luminoso, genau. Oh, Luminoso. Ja, also ich benutze hauptsächlich so rosa, dunkle rosa, rosa Beerenfarben. Weil mein Hautton ziemlich hell ist und ja, das passt einfach besser zu meinem, ja, zu meinem Typ, würde ich mal sagen. Genau, und dann gehe ich einfach hin und mische das Ganze und trage das tatsächlich auf meinem ganzen Gesicht auf. Also nicht nur als Blush, sondern auch als Bronzer, Blush, Gemisch. Und ja, das gibt einen natürlichen Hautton, finde ich. Ein natürliches Finish und es ist nicht, sieht nicht gemalt aus, so ein bisschen hier oben. So, genau. Das reicht auch schon. Dieser Schatten übrigens, ja, also meine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht. Dani, du tust viel zu viel Bronzer hier drauf. So, obwohl ich dann an dem Tag, wo sie mir das gezeigt hat, überhaupt keinen Bronzer drauf hatte. Und zwar habe ich hier so eine Kuhle, ja, und die wirft halt diese braunen oder diese dunklen Schatten und das sieht aus, als ob ich irgendwie zu viel Bronzer drauf hätte. Genau, und dann verteile ich das hier so ein bisschen. Und dann geht's weiter mit meinem allerliebsten, allerliebsten, schon jahrelang benutzten und schon einmal nachgekauften Highlighter. Das ist der Highlighter von Rossmann. Der nennt sich Moondust. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Hält ewig. Und wie gesagt, ich habe schon einen Pot aufgebraucht. Ja, das ist ein Highlighter und Blush, würde ich sagen, ne? Aber es ist eher mehr Highlighter und ja, er gibt ein, wie immer, wie alles andere auch, ein wunderschönes Finish. Ja, es glänzt halt nicht wie so ein Highlighter. Es gibt so dem Gesicht eine Frische, finde ich. So, und dann trage ich das hier ganz locker hier oben auf den Wangenknochen und dann gehe ich hier so ein bisschen hoch
So, und ich lege alles zwischendurch immer alles ordentlich zurück, da wo es hingehört, und lasse es nicht hier liegen, weil ich gerade am, ja, ich bin da halt in der Phase, wo ich komplett ausmiste, ja, die komplette Wohnung, das ganze Haus, und versuche mir natürlich anzueignen, dass ich die Sachen auch wieder zurücklege, da wo sie hingehören, damit kein Chaos entsteht. So. Shit. Novak? Hallo, Frau Daniela Novak? Ja. Melanie Merz, mein Name, schön, dass ich Sie erreiche. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GPS aus der Kündigungsabteilung. Frau Novak, Sie haben Ihr aktives Gewinnspiel noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Gibt's nicht, ey. Wo haben Sie meine Daten her? Eine Dame, das hatte ich schon so oft gehabt, eine Dame, die, oder ein Herr, wo ich angeblich an einem Gewinnspiel teilgenommen habe. Sie haben ihr Gewinnspiel noch nicht, gewinnlos noch nicht eingelost, bla bla bla, einfach auflegen. Also, ne, wenn es um Gewinnspiele geht, über Telefon, die Dame weiter quatschen lassen, einfach auflegen. ich habe hier so was Kleines, Süßes, Altes. das ist ein Augenbrauen-Puder-Kombi und zwar von der Hello Autumn-Reihe von Essence, eine LE, die es schon Ewigkeiten nicht mehr gibt, Jahre, ja, aber der ist immer noch gut und ich benutze den gerne für das komplette Auge. Also da muss man nicht, da muss man keine großartigen Paletten haben, so ein kleines Dreier Set reicht völlig aus für den normalen Alltag. Und zwar gehe ich hin und ja, kämme mir erstmal meine Augenbrauen durch und dann gehe ich in den dunklen Ton. Das ist ein aschiges Braun. Das passt sehr, sehr gut, finde ich, zu meinen Augenbrauen und oder zu meiner Augenbrauenfarbe. Zu meiner Augenbrauenfarbe. Genau. Und dann gehe ich hin und da gibt es einen helleren Braunton. Den nehme ich dann fürs komplette Auge, also fürs komplette Lid, wenn es natürlich aussehen soll. Beziehungsweise ich fange an mit einem hellen Ton. Also hier dieser. Das ist eher ein Ton für unter die Augenbraue, aber ich trage das auf das komplette Auge hier auf, als Base sozusagen. Genau, komplette Auge, bis unter den Augenbrauen so ein bisschen tupfen. Und dann gehe ich einfach in diesen hellen Braunton. Ich könnte auch in diesen Ton gehen, aber heute machen wir mal diesen hellen. Und ja, weil ich es natürlich haben möchte, nicht so auffällig. Aber ansonsten kann ich diesen hier empfehlen. Ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt. Von Catrice, diese Liquid Metal Eyeshadow. Die sind mega. Ja, also die sind super pigmentiert und da kannst du richtig gut mit arbeiten. Okay, jetzt geht's los. Also wir haben hier vorne eine Baustelle direkt vor der Haustür und ich hoffe, das stört euch nicht. Ich beeile mich auch, weil das kann manchmal echt unerträglich sein. Und zwar wird die Straße erneuert und manchmal kommen die da mit dem Presslufthammer und hämmern da durch die Gegend und zwar ist das so stark, dass du den Boden vibrieren spürst. Ne? Also wie gesagt, direkt nebenan. Lasst euch nicht stören, ich beeile mich, wenn es hier ein bisschen lauter wird. Vielleicht wird es auch gar nicht so laut. Aber ich messe das daran, dass ich ja, ich bin schwerhörig, ja, und ich trage Hörgeräte. Normalerweise im Alltag, aber halt nicht zu Hause.
Und wenn ich das schon höre, ohne Hörgeräte, dann muss es ziemlich laut sein. Als nächstes benutze ich diesen Eyeliner, den benutze ich aber auch nicht immer. Ne? Also ich benutze Eyeliner nicht immer bei jedem Tag, sondern wenn ich Lust drauf habe. Und ansonsten kommt da jetzt nur Wimperntusche drauf. Aber dieser hier von Catrice, der ist richtig gut. Das ist der Brush in Tattoo Liner Waterproof. Der hat so eine Spitze und mit dieser Spitze kann man super gut malen. So, der Nachteil ist, man muss vorher den Stift so stehen gehabt haben, ja, damit das Produkt runter in die Spitze läuft und der dann gut Farbe abgibt. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Der hat die ganze Zeit in der Schublade gelegen, weil sonst malt er richtig gut. Aber jetzt im Moment nicht so. Ja, der gibt schon Farbe ab. Aber wie gesagt, den muss man hinstellen. Und zu guter Letzt benutze ich die Avon Unlimited als Wimperntusche. Die ist mega. Also ich finde, die gibt ein ganz, ganz tolles, natürliches Finish. Natürlich, man sieht, dass man den Wimperntusche drauf hat, aber es reicht mir. Also ich finde, ich hatte letztens den Vergleich gemacht mit dieser Sky High Mascara, die ja super gehypt wurde. Und kann ich auch gerne unten verlinken. Die ist genauso. Von daher benutze ich lieber die Avon Unlimited, weil sie günstiger ist. Passiert mir immer. Immer. Und zu guter Letzt trage ich immer einen Lippenstift auf, und zwar von Avon. Da habe ich meinen Lieblingslippenstift gefunden. Und da habe ich mir die komplette Reihe geholt. Und zwar, wo ist er denn jetzt? Ja. Und zwar ist das die Avon Lux, aus der Avon Lux Reihe. Kann ich euch gerne zeigen, was dann endlich zusammen. Oh nein! Nein! Ja, egal. Das sind auf jeden Fall, ich glaube, 6 Farben, die ich hier habe. Die sind mega. Die sind richtig, richtig gut, weil die einfach sehr, sehr pflegend sind. Also, die sind so schön cremig und pflegend. Die sind jetzt nicht lange anhaltend. Man muss schon nachziehen. Im Laufe des Tages, jetzt suche ich eben meine Lieblingsfarbe. Genau, die liegt wahrscheinlich auf dem Boden, ganz weit, weit weg. Nein, hier ist er. Na, das ist so ein New Tone. Wie heißt er? New Slip. Ja, fühlt sich an wie ein Pflegestift. Sehr, sehr schön. So, und dann korrigiere ich meine Fehler. Diese Korrekturen versauen mir natürlich das, was ich vorgearbeitet habe. Den Lidschatten muss ich jetzt wieder neu auftragen. So, genau. Und das ist quasi mein Alltagslook, beziehungsweise ich gehe hier noch mit dem Fixing Spray drüber. Das ist ein Fixing Spray, den finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist von Trended Up Sunburst Glow Spritz. Das war irgendwann jetzt im Sommer eine LE. Weil der riecht so gut. Oh mein Gott, der riecht so gut. Und zwar ist das mit der, ich glaube, Neublüte. Ein Duft der Monoi-Blüte. Mal gucken. Was steht da? Monoi, der Tahiti-Duft. Angenehm leichtes Erfrischungsspray mit zartem Glow und exotischem Monoi, der Tahiti-Duft. Hinterlässt einen zart funkelnden Goldschimmer.
ganz, ganz toll. Den Goldschimmer sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut. Wirklich nur, wenn man ganz genau hinschaut. Aber das Ganze das Gesamtbild ist sehr, sehr schön. Also finde ich jetzt bei Tageslicht draußen zum Beispiel sehr, sehr schön, weil es dir so eine Frische gibt. Und kleiner Tipp von mir, das hier habe ich im 1,10 € mittlerweile Shop, 1,10 € Shop gekauft, 1,10 €. Ja, das ist ein ganz einfacher Fächer und den habe ich tatsächlich gekauft, nur damit ich mein Fixing Spray schneller trocken kriege. Ja, also nach dem Fixing Spray oder Setting Spray, da gibt es übrigens auch einen Unterschied, Fixing Spray und Setting Spray. Auf jeden Fall danach, damit das Ganze schneller trocknet, einfach ein bisschen wedeln. Das waren meine Alltags-Make-up-Produkte im Moment und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.